Eine 50 cm lange Spule zählt 200 Windungen mit einem Durchmesser von 0,1 Meter. Durch die Schleifen fließt ein Strom von 5 Ampere. Klein a, berechne die Magnetfeldstärke. Wenn die Spule mit einem Weicheisenkern versehen ist, dessen Permeabilität 12,56 mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere beträgt. Klein b, berechne den magnetischen Fluss im Innern der Spule. Hier ein Modell solch einer Spule und diese Länge L der Spule beträgt 50 cm, also 0,5 Meter. Die Anzahl Windungen groß N ist gleich 200. Der Durchmesser groß D von der Spule beträgt 0,1 Meter. Die Stromstärke I beträgt 5 Ampere. Die Permeabilität vom Weicheisenkern beträgt 12,56 mal 10 hoch minus 5 Teslameter pro Ampere. Gefragt werden in kleine a die magnetische Feldstärke B, die wir in Tesla ausdrücken, und in klein b der magnetische Fluss Phi, den wir in Weber ausdrücken. Um B und Phi herauszufinden, werden wir diese zwei Formeln einsetzen. Zuerst klein a. In dieser Formel reicht es, μ durch 12,56 mal 10 hoch minus 5 zu ersetzen, I durch 5, N durch 200 und L durch 0,5. Und so haben wir schnell herausgefunden, dass die magnetische Feldstärke B 0,2512 Tesla beträgt. Jetzt klein b. Wir werden diese Formel einsetzen, wo Theta der Winkel ist, der gebildet wird von dieser normalen zur Spule und dem Magnetfeld B. Aber wir wissen, dass dieser Winkel gleich 0 ist. Das Magnetfeld ist hier genauso gerichtet wie dieser Normalvektor. Also wissen wir Theta. Das ist 0 Radiant oder auch 0 Grad, dessen Cosinus gleich 1 ist. Daraus schließen wir also, dass der magnetische Fluss Phi gleich B mal A ist. A, das ist der Flächeninhalt von einer Schleife der Spule. Diese Schleifen sind kreisförmig, also ist der Flächeninhalt Pi mal Radius im Quadrat. Und der Radius, das ist die Hälfte von diesem angegebenen Durchmesser. Also finden wir für A Pi mal d halbe im Quadrat oder auch Pi mal d Quadrat Viertel. In dieser Formel ersetzen wir A durch dieses Produkt und finden als magnetischen Fluss Pi mal d Quadrat mal b geteilt durch 4. Jetzt reicht es, d durch 0,1 zu ersetzen und b durch diesen gerade gefundenen Wert 0,2512, also so. Und so finden wir als magnetischen Fluss Phi ungefähr 1,973 mal 10 hoch minus 3 Weber.